Willkommen in Kattis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, ihr habt schon im Thumbnail gesehen, wir packen heute zusammen die My Little Box für den Monat März aus. Die kam bei mir gestern, glaube ich. Genau, gestern kam sie. Und ich dachte, ich mache das Unboxing so schnell wie möglich, weil ich habe schon einige Videos gesehen, musste mich sehr beherrschen, da nicht schon reinzuklicken. Und natürlich auch beim Scrollen in Instagram ploppte sie immer wieder schon mal auf. Und ich bin zum Beispiel total gespannt auf das Video von meiner süßen Franka von Frankas Favorites. Ihr kennt sie bestimmt, ich verlinke euch mal ihren Kanal. Die hat schon ihr Unboxing hochgeladen und ich habe mich jetzt noch beherrscht, noch nicht reinzuspitzen, werde das aber, nachdem ich sie jetzt geöffnet habe, dann natürlich noch nachholen. Also schaut gerne auch mal bei ihr rein, die hat das auch gemacht, das Unboxing. Ja, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Päckchen mal. Habt schon im Thumbnail gesehen. Das finde ich diesmal wirklich, ist jetzt schon das Päckchen irgendwie richtig hübsch. Ja, mit diesem Achteck irgendwie, mit den Zitrönchen drauf. Also es wurde ja auch fleißig von My Little Box angeteasert mit Zitronen. Und ich war ja, ihr wisst ja, ich hatte zwischendurch mal mit dem Abo pausiert und dann hatte ich aber irgendwie doch wieder Lust und mit den letzten Boxen war ich ziemlich happy und vor allem die letzte Box, also die Februar-Box, die hat mir richtig gut gefallen. So, und jetzt einmal kurz Ratsch. Ah, okay. Achso, das war nur das Stückchen. Achso, sehr gut. Und dann machen wir sie mal auf. Oh, ist das... Oh... Ich bin so ein Verpackungsopfer, Leute. Oh, ist das hübsch. Ja, passt auf. Wir holen das mal raus. Das ist ja ein richtig hübsches, fröhliches Täschchen. Ach, das gefällt mir jetzt schon. Oh Gott, das ist toll. Das ist vor allem jetzt auch herrlich. Das kommt echt wahrscheinlich im Sommerurlaub mit als nächstes hier. Hinten habt ihr so ein Muster, quasi so ein Karo-Muster. Ne? Und hier vorne die Zitrönchen noch. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal auf. Und tun einfach mal, was mir zuerst in die Hand kommt, nehme ich raus. Und dann habe ich hier gleich als erstes eins, was sehr, sehr spannend klingt. LM, Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter von Dr. Botanicals. Die Marke, ich gucke hier gerade mal an der Seite noch drauf, sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie was davon gehört. Sieht super, super schön aus. Ich bilde mir an, ich hatte mal das Packaging schon mal irgendwo gesehen, jetzt gar nicht bei die... Oh, ist das hübsch. Oh, schaut mal. Das macht doch gute Laune. Und ich möchte jetzt auch dran riechen. Die werde ich eh auf alle Fälle behalten. Ah, die, okay. Das ist jetzt wieder so ein einziges kleines Manko. Ich finde immer so, wenn es dann so ist, ihr macht es auf und dann ist schon so ein bisschen rausgesuppt. Das mag ich jetzt irgendwie nicht. Ich mag es immer lieber, wenn es noch versiegelt ist. Aber gut, ist jetzt nicht so, ist ein ganz kleiner Minuspunkt. Aber wir probieren jetzt trotzdem mal die ein bisschen aus. Die hat auch so eine leicht gelbliche Tönung. Bitte hier zu beachten, hier habe ich mein zitronengelbes Outfit rausgeholt. Für das Video dachte ich, passt es doch mal wieder. So. Oh, es riecht auf alle Fälle köstlich und ist richtig eine schöne, reichhaltige Creme. Jetzt, nachdem ich natürlich nicht weiß, wie lange sie sozusagen dann schon offen ist, theoretisch kann man es ja nicht wissen, ja. Aber weiß ich natürlich, dass ich sie möglichst gleich in Benutzung nehmen sollte und dann auch relativ zügig verbrauchen. Wobei, was hat sie hier? 6 Monate nach Öffnen. Ja, das finde ich halt immer, das... Also cool ist hier, vegan, cruelty-free, 96% natural. Es ist toll, es ist ganz wunderbar, es ist made in EU, aber da, Leute, da bin ich echt pingelig. Wenn ich schon sehe, da ist quasi schon so das geöffnet, dass da was rausgekommen ist, ja. Also nicht nur keine Versiegelung, sondern auch schon so ein bisschen rausgelaufen. Das mag ich nicht. Das finde ich nicht gut. Das muss irgendwie anders lösbar sein. So, machen wir mal weiter. Achso, ich hätte vielleicht hier nochmal unseren Zettel rausholen können. Auch so hübsch gemacht. More sun, more lemon, more yellow, more joy. Diese Box trägt alle Farben unserer liebsten Muntermacher. Zitronengelb, knalliges Orange und Grapefruit Pink. Guck mal, als hätte ich es geahnt. Schon ein paar bunte Farbtupfer reichen, um dich durch den grauen Winter zu bringen. Versprochen. Und die Box kommt genau richtig, weil wir haben nämlich hier jetzt leider in Bayern, in München konkreter, ab Montag soll es wieder Schneeregen geben. Ich könnte kotzen. So, vielleicht seht ihr das Video auch am Montag, mal schauen. Ich muss mal gucken, wann ich das jetzt hochlade. So, oh, und das nächste ist auch schon wieder so hübsch. Schaut mal. Ist das ein Labello? Ne, wartet mal. Also,
Stick Tinté Magique Jouer. Magic Cheek Stick. Oh, okay. Vitamin Pink. Und das ist eben ein Produkt von diesen My Little Box Produkten. Und da... Was ist denn aber das? Ist das jetzt... Ah! Geil. Okay. Sieht man das? Doch, genau, man sieht es. Ich swatche es. Ihr seht, der Stift ist gelb. Und dann kriegt ihr hier so einen schönen Pink, dass man, denke ich, sowohl für Lippen als auch Wangen nehmen kann. Finde ich eine super, also finde ich super. Sowas liebe ich ja. Wunderschön. Da gibt es wieder einen fetten Daumen nach oben. Also für das LM-Produkt an sich auch einen Daumen nach oben. Aber wie gesagt, das mit dem Versiegel, nicht versiegelt, das finde ich irgendwie geil. Was ist das denn für eine Farbe? Ach krass. Okay. So, nochmal ein bisschen schütteln. Hier, passt auf. Ein Essie-Nagellack ist drin. Ich habe die Farbe Kaschmir Matt. Und ich kann gar nicht so richtig sagen, es ist sowas bläulich schimmerndes. Es ist so ein bisschen so Jeans-mäßig, finde ich fast, sieht es aus. Finde ich eine geile Farbe, ist aber eigentlich für meine Begriffe, also finde ich super schön, aber ist eigentlich auch keine so richtige Sommerfarbe, oder? Oder ist es jetzt in diesem Sommertrend? Korrigiert mich da. Also im Sommer greife ich ehrlich gesagt immer zu so, ja, tatsächlich eher zu so Koralltönen, Korallrot, das ist so meine Farbwelt. Aber der ist schön, den hebe ich mir halt einfach ehrlich gesagt eher für den Herbst auf. Also das ist jetzt eine Farbe, zu der ich im Sommer jetzt nicht greifen würde. Vielleicht für die Füße. Ich muss mal ausprobieren, wie der changiert, ob der im Tageslicht, ob der wieder aussieht. Essie natürlich geil, die Farbe, über Korall oder sowas Buntes, Krachiges hätte ich mich mehr gefreut. Immer schon wieder am Meckern hier, die Gute, ne? Achso, da ist hier übrigens auch die Produkte. Ja, da steht ja auch alles. Lemon Detox, Zitrone, Kokosnuss, Sanddorn, das ist nochmal dieses LM-Produkt. Wie wäre es mit ein paar frischen Superfoods, um deine Haut endgültig aus dem Winterschlaf zu holen, ja? All in one. Und die ist anscheinend aber schon, das müsste schon eine Rundumpflege. Rescue Butter. Ist die jetzt nur fürs Gesicht oder auch für den Körper? Moment, das müssen wir jetzt einmal nochmal recherchieren. Meerzwackbalsam als Feuchtigkeitscreme auf trockene Lippen, achso, Ellbogen und Fersen. Als Reiniger kann man es auch verwenden. Ah ja, okay. Ja gut, also man kann das vielseitig anwenden. Ist auf alle Fälle ein Produkt, was, denke ich mal, ganz gut ist, im Sommer mitzunehmen. So, dann haben wir diesen Vitamin Pink, Pinke Limo. Dein Rouge für einen frischen Teint. Diese gelbe Heimwaffe mit Wunderbaumöl, Bienenwachs, Olivenbutter und Schimmer verpasst dir nur einen strahlenden Teint. Trage ein paar Tupfer von dem Rouge auf deine Wangen auf. Nach ein paar Sekunden passt es sich an den pH-Wert deiner Haut an und sorgt so für einen rosigen Teint, der haargenau auf deinen Typ abgestimmt ist. Sowas liebe ich ja. Ich werde ihn aber trotzdem auch für die Lippen verwenden, glaube ich. Mal schauen. Und jetzt seht ihr so, jetzt hat es sich ein bisschen noch entwickelt. So ein richtig schöner, ja, sehr hübscher Blush. Werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Was haben wir noch drin in unserem hübschen Täschchen? Oh, wie süß ist das denn? Ist das was? Ist das eine Schleckerei? Citron Cuivre? Cuivre? So, schauen wir mal. Was ist denn das? Was ist denn das? Hä? Ah, nein, wie cool ist das denn? Fruchtiger Wachmacher. Erfrischende Augenpads mit Zitronenextrakt. So, die sind da drin, zwei von denen. Gott, ist das süß. Also ich bin wieder ganz begeistert von der Box. So hübsche Sachen. Lege die Pads mindestens eine Stunde lang in den Kühlschrank, am besten über Nacht. So hast du am Morgen eine super Ausrede, um noch einmal für 2 Minuten unter die Decke zu kriechen. Auflegen und abwarten, bis die Pads ihr kleines Wunder vollbracht haben. Und offensichtlich kann man die öfter anwenden. Ich werde das mal ausprobieren. Das klingt echt, das klingt doch richtig gut. Hätte ich heute früh mal gebraucht. Oh, ich sag's euch, Leute. So, der Kleine ist heute irgendwie kurz nach 6 schon wach gewesen. Oh, wie hübsch. Und hier kommt noch das Lifestyle-Produkt sozusagen. Und das ist eine kleine Zitronenpresse. Und ja, ihr Lieben, das ist wieder sehr hübsch gemacht, auch in diesem Pünktchen, die es ja von dieser MeTime-Box schon gab. Oh, ist das niedlich. Die ist ja auch so gepunktelt. Okay, die ist echt hübsch.
süß. Ach so, die kannst du dann, ach wie nett, dann kannst du die quasi hier schon so ein Loch quasi, dann kannst du das auf ein Glas oder eine Tasse oder wie auch immer, bisschen Zitrone pressen und gut ist. Hübsch, finde ich auch nett. Doch, mag ich. Und finde ich auch praktisch, dass die eben, ich habe ja auch so eine größere aus Gummi und so, aber für so mal eben schnell eine halbe Zitrone pressen, finde ich die jetzt echt auch hübsch. Limonadière, hübsch. Schicke Keramikpresse. Ja, ist das wirklich eine schicke Keramikpresse und dann diese Tasche noch. Also, ich muss sagen, jetzt natürlich farblich mit diesem Gelb-Blau und diesem, verstehe ich natürlich, warum dieser Blaue drin ist. Wie gesagt, das ist so das Einzige, wo ich sage, kann ich auch was mit anfangen, aber nicht gerade akut. Diese Dr. Botanicals Creme finde ich super. Auch die Augenpads finde ich total spannend. Und diesen Rouge-Stift, was mir jetzt in dieser Box so ein ganz bisschen fehlt, muss ich euch jetzt sagen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie teuer diese Creme ist von LM. Mir fehlt, sage ich euch ganz ehrlich, so ein ganz klein bisschen ein Wow-Produkt. Also ich finde die Box insgesamt super schön, hat mich super angesprochen. Aber wenn ich das jetzt sozusagen mit der Februar-Box vergleiche, so, ist die gut? Aber, also kriegt schon eine Note 1 noch, aber die Februarbox war halt eine 1 mit Stern, mit Sternchen, ja. So, die kriegt eine 1 minus, so, hier, diese Box. Aber auch wirklich schön, ja. Ja, cool. Die Box ist unboxed, jetzt kann ich mir auch die Unboxings der anderen Mädels anschauen, mal schauen, ob die, was da für andere Produkte eventuell noch drin sind, ob das sich sehr unterscheidet. Und dann würde ich sagen, der Sommer kann kommen. Und wie war das mit When Life Gives You Lemons, Make Lemonade oder so? In diesem Sinne, ja, freue ich mich riesig, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder auch gerne ein Abo. Ihr wisst, für euch ist das kostenlos, mich unterstützt ihr damit sehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!